Leute und herzlich willkommen zu den glücklichen Reifen. Woo. Und wir gehen zum Browser-Level. Ich habe mich nicht vorbereitet. Das ist natürlich schlecht, aber wir suchen trotzdem einfach mal live nach Maudado und nehmen hier einfach mal Maudado Obstacle Kurs. Dies ist mein erstes Level. Viel Spaß von Fanta 2204. Woo. Checkpoint. Hallo Maudado, dies ist mein erstes Level. Viel Spaß. Na dann, bin ich ja mal gespannt. Tipp, benutze Timmy, wenn du deine Arme verlierst. Musst du neu starten. Nein! Muss Timmy benutzen? Achso, ich kann Timmy benutzen, um... um die ganzen zu entschärfen, warte. Wie habe ich Timmy rausgeworfen, ist jetzt die Frage. Mit STRG? Ja, mit STRG und zack. Nein, 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 Timmy! Ich soll doch Timmy nehmen, ihr blöden Minen. Für was habe ich einen Sohn, wenn ich dafür... So, habe Timmy genutzt und habe das Ganze natürlich überlebt. Nee, ich muss es besser machen. So, ganz langsam. Timmy abwerfen und zack. Und setzen reinfallen. Ah, nee, wir überleben das. Wir überleben das. Warum macht man sowas an den Anfang? Warum macht man das nicht nach dem Parcours, bei dem man die Arme nicht verlieren darf? Also bei dem man die Arme noch haben muss. Kann man doch in der richtigen Reihenfolge machen. Ach, Timmy, du bist so nicht nutze. Nicht mal opfern tust du dich. Warte, mach mir das anders. Erstmal auf dem Boden mit dir. So. Oh, nee. So, perfekt. Perfekt, Timmy. Oh. So viel hast du mir aber allerdings nicht genutzt. Oh, doch. Doch. Deine Überreste machen das noch. Okay, okay. Wir nutzen Timmy. Nochmal. Nochmal. Wir schaffen das. So. Wir müssen nur lang genug warten, bis Timmys Eingeweide alles auslösen. So. Und zack. Und nicht reinfallen. So. Okay. Jetzt ist vielleicht erst eher komplett hochgeflogen. Aber guck, jetzt kommt sein Bein. Jetzt kommen seine restlichen Reste. Ach, Timmy ist ja richtig praktisch. Das finde ich gut. Diese Map bringt mir noch was bei über Happy Wheels. Guck mal, hier ist irgendein eins seiner Überreste. Oh, haben überlebt. Hier kannst du einen Checkpoint benutzen. Geh einfach. Ja, okay. Einfach, warte. Hier hinten gegen die Mauer fahren. Der ist schon offen. Der Checkpoint hier ist schon offen. Okay, perfekt. So, was ist das? Och, nee. Solche Huppel sind einfach mein größter Feind. Alles andere in Ordnung. Aber das? Das nicht. Oh, nee, Bottle Run! Du musst mich doch vorbauen. Hä? Was? Aua. Okay, Checkpoint. Dann haben wir uns ja freigespielt. Heißt, wir behalten unsere Arme auch immer. So. Okay, Bottle Run. Hä? Was hat denn Bottle Run jetzt ausgelöst? Nicht, Pfeile. Oh nee, die haben mich umgebracht. Also soll man den Bottle Run gar nicht schaffen? Man soll runterfallen? Oh, das ist aber nicht gut. Und der Bottle Run kann die Sachen auslösen? Das ist auch nicht so Premium, muss ich sagen. So. Ach, habe ich vorhin diese Wand da so weit vorgeschleudert, dass sie schon den Bottle Run ausgelöst hat. Das wäre aber nicht so gut gewesen. So. So, dann haben wir den Bottle Run geschafft. Jetzt fliegen wir gegen den Mond. Perfekt. So, wollen wir das? Jetzt werden wir hoffentlich nicht von den Pfeilen umgebracht. Ich habe noch einen Arm. Drücke festhalten. Z und dann Leertaste am Ball, oder? Nein! Alter, Timmy! Timmy! Lass mich los, ich muss an diesen Ball ran! Das gibt's doch nicht. Ah, jetzt. Oh, Rope Swing! Wow! Arme verloren! Ja! Geschafft! Oh Gott! Wie soll ich da heil ankommen? Erstmal müssen wir Timmy wieder loswerden. Geh weg, Timmy. Du bist zu nichts Nutze. Du hältst uns nur auf. Gerade eben hast du uns auch nur aufgehalten. Beide Arme müssen anscheinend ganz sein dafür. Und mein Kopf vielleicht auch noch. Oh ne. Okay, perfekt. Die Wand war perfekt platziert. Okay. So hin. Dann gegen die Melonen. Da müssen wir uns so platzieren. Und wir haben alles. Wir sind gar heil. Oh ne. Jetzt kommen noch die Pfeile. Okay, warte mal, die Pfeile sind leer. Nein! Die haben uns einen Arm weggeschossen. Und uns am Boden festgetackert. Wir brauchen noch beide Arme. Nein! Na, vielleicht klappt es ja trotzdem. So, Z. Und. Nein, Timmy hat mich letztes Mal gestützt. Ich brauche meinen Sohn doch. Ich brauche ihn. Oh Gottchen, was ist nur mit dieser Welt falsch? Manchmal braucht man seinen Sohn, manchmal hält er ihn einen auf. Oh, manchmal stirbt er einfach. Oh, das sieht nicht gesund aus, Timmy. Ich sag dir, Fahrradfahren ist nicht gesund. Und immer kommst du mit. Ich frag mich gerade, ob ich hier bis zum Ende fahren soll. Ah, es liegt trotzdem gegen den Melonen.
Und wie ich am besten an diesen Pfeil und Bogen an diesen Armbrüsten vorbeikomme. So, geschafft. Ich habe alle Arme. Das ist alles, was zählt. So, und diesmal Z und festhalten. Ja. Und nein! Nein! Ich will dieses Level schaffen. Hier will ich ans Ende kommen. Ich meine, Timmy war mir immer keine sonderlich große Hilfe, aber diesmal habe ich ihn dabei und deswegen eventuell ist jetzt der Tag gekommen, an dem ich einen von Armbrüsten wieder in den Kopf geschossen werde. Okay. Ich fand es ganz gut, dass ich so gelandet bin. Aber anscheinend das Spiel nicht. Anscheinend fand das Spiel das nicht gut. So. Okay. Und dann machen wir wieder normal. Da ist Timmy ein paar Fläschchen gestorben. Ah ne, hat nur ein paar Arme verloren. Er ist immer noch bei uns. In unseren Herzen. So, okay. Einfach überleben. Sehr schön. Hier rein. Z. Und festhalten. Und habe ich. Und oh, bin ich nicht weit genug gekommen. Okay. Wir sagen, wir versuchen es noch zweimal. Weil man muss ja auch noch andere Level spielen in seinem Leben. Außer das eine, obwohl mir das eigentlich ganz gut gefällt, obwohl ich so schwer schaffe. Aber ich weiß ja nicht. Naja, man macht hier einen Bottle Run, wird zurückgeschleudert gegen den Lohn. Dann kommen noch Beine und Bogen und dann muss man noch beide Arme haben. Für. Ich lebe noch, kein Problem. Kein Problem, ich lebe noch. So, für den Rope Swing. Okay, der Pfeil hält irgendwie meinen Arm auf. Nein, Timmy, stütz mich! Ich kann mich nicht richtig nach vorne bewegen wegen diesen Pfeilen. Timmy, du musst mich unterstützen, Sohn. So wie ich dich unterstützt habe. Oh nein. Warte, wie die Sache ist gerade. Ich glaube, dieser Pfeil stört unsere Lenkung. Kugel, komm her. Warum verändert... Naja, ist ja klar, wenn hier irgendwas... Komm, du schaffst das, Vater. Ah, Timmy. Nein, warum bist du tot? Okay, unser letzter Versuch. So leid es mir auch tut. Mein letzter Versuch, so leid es mir auch tut. Wow. Oh, den Anfang schaffen wir. Guck mal, hier kommen wir immer perfekt rüber. Darauf können wir stolz sein. Auch wenn wir nichts anderes schaffen, das schaffen wir. So. Und die Flaschen sollten eigentlich am besten alle kaputt gehen. Oh. Nein. Och nee, die stören wieder meine Steuerung. Oh, okay, Timmy hat den Großteil abgefangen. Aber der Pfeil, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, guck, ich... Okay. Nein, ich hab's gegriffen! Ach komm, ich will das schaffen. Von wegen letzter Versuch, Maulado. Du hältst dich eh nie dran. Also wir waren jetzt so weit. Okay, das ist aber wirklich der letzte Versuch. Versprochen. Oh, schönes Brett, Timmy. Danke. Ach, Timmy sagt nicht danke, wenn man ihm ein Kompliment macht. Oh, und wir haben nur 21 FPS. Liegt es am Level? 23. Guck mal, der sitzt jetzt selbst oben. Obwohl, ich glaube, ich sitze nicht komplett. Dafür habe ich nicht perfekt genug gemacht. Mir ist er tot. Okay. Exit to Menu. Es tut mir leid. Es war eigentlich ganz nett, das Level. So, gehen wir mal an der Seite nach hinten. Maulado Minecraft. Hi, Maulado. Ich finde deine Videos echt toll. Bitte fang wieder mit TTDR an, weil das richtig Bock gemacht hat, es bei dir anzugucken. Werde dir, wenn du willst, noch eine TTT. Ein TTT in Happy Wheels Level bauen. PS, mach bitte mehr Endergames mit O-Saft. O-Saft und Maulado. Herz von lustiges Nilpferd. Yeah. Und wenn keiner ist, dann immer den hier. So, wir spielen Minecraft mit dem Fahrradkit. Oh, der Baum blockiert mich. Ich glaube, ich muss einen Pogoman nehmen. Ihr könnt, glaube ich, diese Charaktere einfach festlegen, welchen man spielt. Das wäre, glaube ich, ganz gut bei solchen Sachen. Okay, ich sollte vielleicht auch springen. Bei solchen Sachen. So, nicht dazwischen rein. Hup. Und dahin. Und ich hier dazwischen rein. Nein. Minecraft, seit wann bist du so gefährlich? Ah! Oh, Creeper! Da hat mich der Creeper getötet. Hoffentlich hat er mein Haus nicht gesprengt. Da, ein bisschen nach hinten und Sprung. Ich darf einfach nicht von den Bäumen runter. Dann ist, glaube ich, alles in Ordnung. Das sage ich und gehe von den Bäumen runter. Oh, nee!
Aber das Level schaffen wir. Ich meine, hier sind hübsche, eckige Minikraftbäume. So wie es in der halt in Minikraft sind. Schön rund. Ich muss auf der Spitze landen. Das ist echt mal was anderes mit dem Pogo-Stick. Man springt immer über Stangen, aber auf etwas Rundes zu landen. Das hat noch niemand gemacht. Diese Map ist revolutionär. So, okay. Hier hinten und dann nach vorn zielen und... Warte, wir platzieren uns mal richtig. Und machen nicht mehr diese halbgaren Sachen. So. Und bisschen. Nein, ich möchte mich positionieren für diesen Sprung. Und. Nein. Wir haben unsere Arme verloren. Aber wir leben. Alles in Ordnung. So, rollen. Nein, Pogo Man. Es hat doch am Anfang so gut funktioniert. Es hat doch funktioniert zwischen uns beiden. Ja, auf diesen verdammten Baum. Wow. Und. Warte, wir machen einen Trick. Er hat funktioniert. Nein, nicht. Oh, das überlebe ich. Ich bin der Pugelman. Der geht auf. Oh, schießt euch leer. Ach, ihr könnt mir nichts, Pfeile. Oh nein, er ist schon wieder so unbeweglich dadurch geworden. Ich muss die ganzen Pfeile loswerden. Warte, hier, Pfeil weg. Und der da. Oh nein, Harpune. Mach mir doch keine Angst. Ah komm, den einen Pfeil, den können wir behalten. Gegen den habe ich jetzt auch nichts. Das ist ein netter Pfeil. So, auf den Baum. Wir müssen auf dem... Oh nee, ich habe meinen Pfeil verloren. So. Machen wir wieder denselben Trick. Dass wir nicht von der Harpune getötet werden, müssen wir ja... Das war knapp. Aber jetzt sind wir die Harpune los. Nicht nochmal den Pfeil reinspringen. Ich werde jetzt wahrscheinlich an irgendwas richtig dumm sterben. Weil jetzt die Harpune weg ist. Wahrscheinlich an diesem Creeper, weil der einfach explodiert. So. Über diesen blöden Creeper drüber. Einfahren. Und Sprung. Und sterben. Cool. Und da war das Ziel. Warte, wir landen noch im Ziel. Wenn wir Ziel landen, dann haben wir es geschafft. Oder ich glaube, wir fliegen drüber raus, oder? Wir fliegen drüber raus. Ah, da sind wir und... Wir sind drüber rausgeflogen. Aber das Level haben wir geschafft. Das Level war geschafft. So. Bienen. Impossible. Danger Cure. Yo. Hallo Maudado und alle anderen. Der GLP, die... Was ist ein... Kommst du über weite Premium-Version? Ohne Premium-Version! Ich hoffe, es ist nicht zu schwer und dass es dir gefällt. Nehme ich überhaupt auf? Ja, nehme ich. Okay. Dann spielen wir das von Rillpol. Wenn es eine Premium-Edition ist, dann erwarte ich aber auch viel. Nicht nach da drüben. Dann machen wir nicht. Oh, das dürfen wir nicht berühren. So, wir sind das Segway-Kit. Oh, nee. Wir leben. Oh. Gott. Ach, der Parcours ist echt gefährlich. Immer diese gefährlichen Parcours. Oh, erst mein Bein verloren. Stopp. Ach, nicht ich. Ich muss nicht stoppen. Ich muss doch auch stoppen. Stopp gilt auch für mich. Verdammt. Ich habe gedacht, das Segway-Kit kennt keine Gefahren. Oh, verdammt, da muss ich auch langsam fahren. Okay. Gehen wir mit Geduld daran. So. Und Sprung. Und dann stoppen wir auch da, wo Stopp... Nein, jetzt habe ich schon keine Beine mehr. Obwohl, jetzt bin ich, glaube ich, klein genug, um unter dieser Bowlingkugel durchzukommen. Bowling, Abrissbier, ne? So, hier stoppen wir. Und dann fahren wir. Ich hab gedacht, ich hätte es richtig getimed. Heute sind wir irgendwie... Irgendwie habe ich heute noch kein einziges Level geschafft. Ach Gott, Maudado. Früher hättest du Level geschafft. Aber die Zeiten sind vorbei. So. Und... Ja, gewonnen. Naja, nicht wirklich. Wir haben unseren Helm verloren. Eigentlich haben wir nur verloren. Gleich kommt eine Klippe, über die du springen musst. Okay, gut. Und Sprung. Und wir haben es geschafft. Geschafft, ja. Ach so, den Springen. Na, noch ein Bein dran. Ja, ich hab die Beine. Man muss die Beine behalten, sonst wäre man hier mit dem Kopf gestorben. Das ist aber ganz schön gemein, muss ich sagen. Gefahr. Ah, und. Manu, wir waren zu weit. Ich möchte mir heute wenigstens eine Map schaffen. Oh, ich muss ja meine Beine behalten, fällt mir da gerade wieder ein. So, stopp. Oh, nee. Wir leben noch. Warte, jetzt will ich aber testen, ob das geht. Ob ich da auch so vorbeikomme, wenn ich noch kein Bein habe. Wow!
Nein, man kommt da nicht durch, weil man keine Beine hat. Naja, vielleicht, wenn ich es ein bisschen besser gemacht hätte. Dann eventuell schon. Diese Map werden wir jetzt schaffen. No, hier sind wir geschickt entkommen. Durchs Rushen. So, STRG. Vorsichtig mit den Beinen umgehen. Die sind wertvoll auf dieser Map. Wow, die bedeuten mein Leben. So, und jetzt einfach ganz langsam hier durch. Oh, das geht ja sogar. Ohne mir die ganze Zeit weh zu tun. So, Gefahr, sagt es mir. Und die Gefahr kenne ich diesmal auch. Nämlich ist es diese Harpune, die ich überlebt habe. Ja! Hupp, da will ich nicht drüber. Nochmal Gefahr. Ja, das will ich nicht ganz so gefährlich. Nein, 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 nein. Wenn ich das jetzt nicht schaffe, weil diese blöde Harpune im Weg ist. Nein! Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Was wir jetzt mal machen werden, ist einfach hier rüber gehen. Kannst du kein Englisch? Ja, ich kann kein Englisch. Oder ich bin hier so oft gestorben. Und... Oh. Oh, oh! Danke, Harpune! Du hast mir das Leben gerettet. Okay, dann doch nicht. Hüpf. Wir werden das Level so lange spielen, bis wir es geschafft haben. So, hier müssen wir nicht stoppen. Wir sind der Segway-Man. Segways müssen nicht halten. So, okay. STRG immer schön drücken, damit wir unsere Beine behalten. Wusch. Oh. Oh nein. Segway-Typ. So kommen wir nicht durch die Spikes. Okay, sehr schön. Ah, einfach zuscrollen. Okay, oder auch nicht. Müssen wir doch springen. Nein. Hallo? Bitte? Okay. Ja, wir dürfen jetzt durch. Nach dieser Therapie oder was auch immer das war. Okay, wie mache ich das am besten? Einfach drüber springen oder erst auslösen und dann zack. Ach, diese Welt ist gemein zu Segway-Leuten. Alle sind neidisch, weil ich so einen coolen Segway habe. Und die auch gerne einen Segway hätten, aber keinen haben. Tja, oh, ich habe mich nicht an das Stoppschild gehalten, fällt mir da gerade auf. Oh, wir haben schön STRG gedrückt. Ich kann das mittlerweile. Nochmal STRG drücken, noch beide Beine dran, natürlich. Ich häng hier nur ab. Ich häng hier nur ab. Okay, Segway-Typ. Heute ist der Tag gekommen. Der Tag, an dem dich wieder eine Harpune retten wird vor dem Aus. Ja, gerettet. Und wir haben sogar einen Pfeil mitbekommen. Wir haben ein Souvenir. So, stoppen wir hier und fahren jetzt. Oh, ich hab's perfekt getimed. Das kann auch manchmal ich. Überraschenderweise. Und der Pfeil wird uns helfen, unseren Rücken gerade zu halten, weil wir Rückenprobleme haben, brauchen wir ein Brett am Rücken. Ja. Oh, okay. Reicht ein Bein für diese Map? Ich hoffe es doch. Ein Bein reicht. Mehr braucht man im Leben auch nicht. So. Und schaffe ich jetzt diesen Sprung? Trotz fehlendem Bein? Nein! Nein! Segway-Typ! You are the best on the world. And now we will win this parkour. And don't get wrecking balled. Wrecking balled. Wrecking balled. Wir haben zwei Pfeile dabei. Die helfen uns nicht beim Sprung. Die verlangsamen uns nur. Wow! Wir haben den Sprung geschafft und nur einen Fuß verloren. Und Fuß ist nicht so schlimm, solange wir beide Beine haben. So. Okay. Vorsichtig. Vorsichtig, ja. Ah, nee. Oh, nee. Springen ist hier, glaube ich, immer eine schlechte Idee. So. Einfach da durch. So, Gefahr. Hier waren wir schon mal. Hier ist keine Gefahr und hier ist jetzt die Gefahr. Wow! Nein! Wie soll ich das schaffen? Nach hinten lehnen vielleicht und springen. Dadurch ist mein Kopf, glaube ich, ein bisschen besser geschützt. Okay, versuchen wir das als nächstes. Als nächste Möglichkeit. Okay, das ist mir auch noch nie passiert. Unser Segway ist einfach kaputt gegangen. Ja, das ist natürlich immer gewollt hier, dass ich das, den Sprung nicht schaffe. Okay, wir konzentrieren uns jetzt einfach. Wir konzentrieren uns einfach. Und dann wird alles viel besser. Okay, stopp. Müssen wir nicht. Wir sind ja der Segway-Man. Und STRG gedrückt halten, um schöner zu landen. Und Sprung...
Oh, wir haben es geschafft. Ein Bein verloren. Oh nee, oh Gott, oh Gott. Ach Mann. Ohne Beine ist das Leben schwer. Ich habe noch ein Bein. Okay, vergiss es, wir können neu starten. Happy Wheels ist ein schweres Spiel. Ein Spiel wie kein anderes mit viel Blut und au au. Und wuh. Bitte nicht sterben. Dankeschön. Hä, hey, ich habe SRG gedrückt. Man kann diese Beine nicht behalten. Die sind viel zu fragil. Okay, mit einem Bein sollte es doch gehen. Wenn wir vorsichtig sind. So. Hast du noch alle Beine, Freak? Es! Ach Gott. Ja, also in dieser Folge werden wir kein anderes Level mehr sehen. Nur das hier, wie ich es eventuell schaffe. Oder auch nicht. Eins von beiden. Naja, ich werde nicht aufhören, bevor ich es geschafft habe. Wahrscheinlich ist es am Ende ein Level, was man gar nicht schaffen kann. Das wäre ziemlich gemein. Aber ich denke nicht, dass es so eins ist. Guck mal, die Map freut sich auch immer mit mir, wenn ich irgendwas schaffe. So. Einfach durch. Immer aufrecht stehen. Sehr gut gemacht. Ja, darin werde ich jetzt auch besser in dieser Passage. Okay, so. Und jetzt nach hinten lehnen und springen. Nein, 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 nein. 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 Nach hinten lehnen und springen. Merken für die Harpune. Okay, Maudado. Wir kommen da jetzt hin. Okay, jetzt haben wir wenigstens die Todesarten alle abgedeckt. Jetzt haben wir sie alle abgedeckt. Ne, ich bin, glaube ich, noch nicht an Minen hier am Anfang gestorben, oder? Das muss ich dann aber auch noch nachholen. Ah, hier verliert man so schnell seine Beine. Oh, sehr schön. Und Beine verloren. Restart. Minen sind gefährlich. Finde ich eigentlich nett, dass es Level 1 dafür bestraft, wenn man seine Körperteile verliert. War gerade in Happy Wheels, wo man die ganze Zeit seine Körperteile verliert. Das Spiel baut doch darauf auf, dass man verkrüppelt wird, oder? So, dann haben wir das geschafft. Sind ganz vorsichtig unterwegs. Und langsam. Und einen Sprung, den wir hoffentlich schaffen. Sprung. Hä? Okay, den schaffen wir nicht. Warum auch immer ich so komisch gesprungen bin. Da war wohl ein Hupel im Boden und ich bin genau im falschen Moment gesprungen. Restart. Naja, ich kann ja Sachen erzählen. Guck mal, diese schönen Wolken im Hintergrund. Das sind schöne Texturen, oder? Solche Texturen wünscht man sich in jedem Spiel. Sind doch die Standardtexturen, oder? Ja. Schöne Wolken. Gefallen mir. Okay, haben wir geschafft. Vorsichtig, nicht die Beine verlieren. Das wollen wir nicht. Haben die Kugel überlebt. So. Sicher landen. Und springen. Da ist ein kleiner Huppel davor. Tatsächlich, anscheinend. So wie das gerade aussah. Vom Springen her. So, weiter. Geschafft, ja. Dankeschön. Und nicht... So. Okay, nach hinten lehnen und springen müssen wir gleich machen. Oh, ich habe überlebt. Ich habe überlebt. Und da ist die Harpune. Die ist schön gelandet mit meinem Blut. Hüpf. Was seid ihr? Ihr seid Harpune, oder? Oh nein, mein Hintern. Mein Hintern funktioniert nicht mehr richtig. Oh nee, deswegen werden mich die Harpune erwischen. Nein, ich lebe. Muss ich da drüber springen? Ich kann da nicht mehr drüber springen. Wie soll ich in diesem Zustand noch irgendwo drüber springen? Sprung! Okay. Dann würde ich sagen, habe ich den Abteil geschafft, den ich schaffen wollte. Dann war es das für die heutige Folge. Ich habe keine Lust mehr auf dieses Level. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Hat mir trotzdem Spaß gemacht.